Hallo Leute, hier ist wieder euer Venny vom Halo Cluster. Ich weiß, die letzten Cluster News sind erst ein paar Tage her, aber es haben sich so viele neue Informationen rund um Halo angesammelt, dass wir euch hier eine kleine Sonderfolge bringen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Wir alle wissen, dass die Master Chief Collection nicht gerade den besten Start aufs Parkett gelegt hat. Wo sie doch alle Halo-Fans wieder in die Xbox ziehen wollte, löste sie in weitesten Teilen mehr Frust als alles andere aus. Grund dafür waren unter anderem erhebliche Matchmaking- und Serverprobleme, von denen wir auch damals schon berichteten. Für Halo 5 kündigte nun ein 343 Industries-Mitarbeiter, der bis dato noch anonym geblieben ist, neue Features an, die die Spieler wieder vollkommen neu von Halo überzeugen sollen. Das passt auch gut zu ein paar Aussagen, die Frank O'Connor im Interview mit IGN vor ein paar Tagen äußerte. Zugegeben, die Master Chief Collection hatte ihre Schwierigkeiten. Wir haben sehr viele Spieler verloren. Daher stellte sich für uns die Frage nach einer neuen Spielmotivation für unser Franchise, so Frank O'Connor im Interview mit IGN. Damit spricht O'Connor wohl auf gravierende Gameplay-Veränderungen für Halo 5 an, welche letzte Woche auf Reddit von einem anonymen Insider bei 343 geleakt wurden. Es folgen also die inoffiziellen Planänderungen für Halo 5. Das Spielmotivationsprinzip soll anscheinend vollkommen überarbeitet werden. Orientieren will man sich dabei an anderen Videospielgiganten der Shooter-Szene. Teil der Motivation soll demnach die Einführung von Killstreaks sein. Der mysteriöse User EnoughHacks91 äußert sich folgendermaßen dazu. Es wurde Zeit, dass Halo wieder auf den Erfolgszug aufspringt. Und das geht einfach nur über die Nutzung von Killstreaks. Die Leute lieben den Scheiß. Beiliegende Screenshots geben dabei Hinweise auf Abschussserien wie den Angriffsmoor, den MAB-Strike, den Pelican-Gunner sowie den Aufklärungsphantom. Zudem befinden sich weitere Angriffe noch in der Entwicklung, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden sollen. Weitere Änderungen verkündete EnoughHacks91 auch in Sachen Ranking-System. In unserer Entwicklung für das Halo 2 Anniversary-Rangsystem probierten wir schon einen Prototypen für unser Halo 5-Ranking aus. Mit dem neuen Halo wird dieses System vollends umgesetzt. Der in der MCC bestehende Bug, bei dem Spieler von ihrem Highest Skill wieder auf Level 1 zurückgesetzt werden, soll demnach völlig beabsichtigt sein, um den Spielspaß zu erhöhen. Man spielte damals bis Level 50 und hatte dann keinen Anreiz mehr. Durch willkürliches Resetten des Levels bleibt nach jedem Spiel die Spannung auf ein Rank-Up oder einen Reset. Der dabei entstehende Adrenalinkick hat bislang noch nicht einschätzbares Potenzial. Halo 5 Guardians wird dieses System weiter ausbauen. Ob ihr ein Level-Up bekommt oder nicht, soll künftig eine In-Game-Slot-Maschine bestimmen. Spieler, die nicht aufsteigen, werden dann zurück auf Level 1 gesetzt. Für Casual-Spieler soll es aber ausgleichend ein Sticker-Belohnungssystem geben. Am Ende einer jeden Slot-Machine hat so jeder Spieler die Chance auf Ingame-Sticker mit tollen Motiven aus dem Halo-Universum. Wir finden diese Idee total großartig und sind gespannt auf die Umsetzung. Ein weiteres Manko von Halo sieht 343 scheinbar auch in den fehlenden Möglichkeiten zur Customization. Auch zu diesem Thema äußert sich der Edward Snowden der Halo-Szene. Die Online-Server von manch anderen Spielen sind bis zum Bersten gefüllt. Ein großen Teil trägt dabei die Individualisierung der Spielwelt dieser Spiele. Wir sehen den Trend und werden unsere Chance nutzen, um diese Ressourcen auch für Halo nutzbar zu machen. Nachdem Halo 4 schon erste Versuche gestartet hatte, Waffenskins zu implementieren, kommt nun der neueste Versuch von 343. So soll es in Halo 5 Guardians erstmals die Skins für Fahrzeuge geben. Der Post bestätigte bisher eine gelbe Zebra-Tarnung, eine Laubfrosch-Tarnung, die Perklans-Tarnung sowie einen Ross-Skin für alle Fahrzeuge im Spiel. Man denke außerdem über saisonbezogene Skins wie einen Advents-Skin oder einen Halloween-Skin mit kleinen Gespenstern drauf nach. Wir hoffen auf genauere Informationen in den kommenden Wochen und Monaten. Es gab neben den Änderungsankündigungen auch noch andere brisante Themen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Hier geht's also zu den weiteren Themen. Wir berichteten erst kürzlich über 343s Wiedergutmachung, die allmählich in den Startlöchern stehen sollte. Zur Erinnerung, es wurde den Spielern eine Importierung von Halo 3 ODST sowie das Remake der Halo 2 Map Relic versprochen. Wie nun bekannt wurde, werden beide DLCs getrennt voneinander erscheinen. So ist es schon heute möglich, die Map Relic runterzuladen und zu spielen. Geht dafür unbedingt in den Online-Store und ladet euch die Map runter. Es ist komplett for free. Die Importierung von ODST jedoch lässt dagegen leider auf sich warten. Frank O'Connor klärte uns in den letzten Tagen jedoch auf. Die Importierung ist schon zu 90% abgeschlossen gewesen. Beim genaueren Betrachten von ODST fiel uns aber auf, dass das Spiel scheiße ist. Deswegen haben wir das Projekt eingestellt. Alternativ bieten wir den Spielern bald ein HD-Remake von Frogger an. Verdammt, ich liebe Frogger! Wann Frogger für die MCC erscheint, ist noch nicht abzusehen. Wir rechnen aber spätestens bis zur E3 mit einem Termin seitens 343.
Leute, wir haben es endlich geschafft, das Warten hat sich gelohnt, denn ab morgen soll die MCC über Dedicated Server laufen. Es wird dann erstmals möglich sein, Spielen über einen Serverbrowser zu joinen. Da die Spielerzahlen derzeit aber noch gering sind, werden Spiele künftig mit Bots aufgefüllt. Befinden sich mindestens zwei Spieler in einer Lobby, startet das Spiel und Wartezeiten bleiben so aus. Diese Meldung ließ weltweit ein Aufatmen durch die Montager-Szene gehen. Endlich könnten wieder mehr Montagen produziert werden. Profi-Multikiller Campy prognostizierte in diesem Rahmen eine Montage-Upload-Rate von 5 oder mehr. Auf dass die Abo-Boxen glühen werden. Das Halo-Franchise ist schon immer neben seinen Videospieltiteln auch für seine umfassende Romanreihe bekannt gewesen. Erstmals soll nun gegen Ende 2015 ein neuer Band der Reihe erscheinen, wie jetzt auf der regionalen Gürziger Buchmesse bekannt wurde. Diesbezüglich wurden auch schon erste Plotinhalte freigegeben. Der Roman mit dem Titel Kopfschuss dreht sich dabei um das Leben des Grunts Ignaz. Die Handlung soll dabei Parallelen zur Handlung der ersten drei Halo-Teile ziehen. So erzählt Ignaz zum Beispiel von seinem Teilzeitjob als Briefbeschwerer auf der Truth and Reconciliation vor den Angriffen der UNSC in Halo CE. Was der kleine Racker sonst noch so erlebt hat, erfahren die Leseratten unter euch dieses Jahr, also stay tuned. Okay Leute, das war's soweit erstmal von unserer Sonderfolge. Ihr seid jetzt erstmal wieder auf dem neuesten Stand, könnt jetzt gemütlich in die Osterferien rutschen und ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Spaß. Was haltet ihr von den angekündigten Änderungen zu Halo 5? Seid ihr damit zufrieden? Denkt ihr 343 geht jetzt hier endlich die richtigen Schritte oder haltet ihr das für totalen Bullshit? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall was, verabschiede mich im Namen des Clusters und sage ja, wenn ihr haut rein, also macht's gut ihr Lieben.